Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal, sofort und gleich. Und ja, oder heute stelle ich euch mal den neuen Shop vor, und zwar vom 16.8. Ja, heute haben wir mal wieder ein Set, beziehungsweise zwei Sets im Shop. Einmal hier den Magnus-Skin für 2000 V-Bucks, ein legendärer Skin. Ist ein, ja, Skin, den man sich auf jeden Fall kaufen kann, aber jemand, der hier hinten den gemaxt hat, braucht man eigentlich auf jeden Fall nicht. Dann kommen wir zu Picke. Four Beat Bearer oder ja, keine Ahnung. Ist die Picke von dem Wikinger. Sieht ganz nice aus, also halt alt. Und ist auf jeden Fall eine ganz coole Parke. Für 800 Videobox auf jeden Fall machbar. Nun kommen wir zu dem zweiten Set, und zwar das Farbenbomber Set ist zurückgekommen. Und zwar haben wir jetzt hier diese Rainbow Smash Picke und den Bright Gunner, das bedeutet halt Farbenkanonier. Oh mein Gott, Leute, jetzt ist es erstmal rausgeflogen. Ja, was soll man zu ihm sagen? Ist nice Skin, auf jeden Fall kann man sich ihn kaufen. Nun kommen wir zu der rechten Seite, und zwar haben wir hier den Hazard Agent. Ist einer der Toxic Skins, hat einen Rucksack für 1500 V-Bucks, auf jeden Fall sehr cool, weil ja nicht so viele Skins haben, epische Skins haben einen Rucksack. Auf jeden Fall sehr cool und kann man sich auch kaufen. Nun kommen wir zu der Persuader, oder ja, hatten wir schon mal, glaube ich, drin gehabt im Shop, und das ist eine Munitionspicke, stecken hier solche Bullets drinne. Auf jeden Fall kann ich schon mal ganz den Sound einblenden. So hört sich die auch an. Kostet 800 V-Bucks. Ja, eine ganz normale Packe, wie man es kennt. Und dann gibt es wie gestern und vorgestern auch. Ah, hier, diesen Assault Trooper. Für 800 V-Bucks ein grüner Skin, also ein seltener Skin. Ich kaufe mir generell keine seltenen Skins, also grünen Skins, weil ich finde das ziemlich unnötig. Aber kann auf jeden Fall. An die Leute, die wenig Geld für den Spieler ausgeben wollen, können sich den auf jeden Fall kaufen. Dann kommen wir zu den Battle Pass Tiers, die ja 10 Stück für 900 anstatt 1500. Kann man sich holen, aber braucht man eigentlich jetzt nicht mehr, weil ich bin zum Beispiel jetzt 64 im Battle Pass und ja, will mir das gar nicht kaufen. So. Dann haben wir Flippin' Incredible. Ein ziemlich, ziemlich nicer Emote. Ich finde es sogar, ja, vergleichbar mit der sexy Schräglage. Das sind beide extrem coole Emotes, und die sexy Schräglage habe ich mir schon geholt, deswegen hole ich mir ihn jetzt hier nicht. Hätte ich sie auf jeden Fall nicht, dann würde ich mir auf jeden Fall holen für 500 V-Bucks. Ist ein ganz guter Preis dafür. Dann haben wir natürlich einer meiner Lieblings-Emotes, Schnickschnack-Schnuck. Ja, ziemlich, ziemlich nice. Kann man viele coole Challenges mitmachen. Für 200 V-Bucks auf jeden Fall ein extrem, extrem guter Emote und kann man dann auf jeden Fall kaufen. So, jetzt haben wir den, habe ich euch den Shop vorgestellt vom 16.8. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber liken und einen Kommentar freuen. Bis dann rein und Servus.